In dem Stadium passiert es dann nicht selten, dass Männer plötzlich darauf bestehen, ihre Kinder zu Bett zu bringen. Zum Beispiel. Typisches Merkmal. Ja? Das haben wir nicht machen wollen, weil wir kommen immer so spät von der Arbeit heim und dann wollen wir eigentlich essen. Jetzt wollen die Kinder, kannst die Kinder niederlegen? Ja klar kann man es dann niederlegen, sicher kann man das. Aber eigentlich haben wir einen Hunger und die Kinder, die... Aber jetzt machen wir das, ja, freiwillig. Also freiwillig, ja freiwillig, aber nicht, dass sie jetzt glauben, das machen wir dann einfach so, die Kinder, nein, das müssen dann immer alle wissen, das ist wichtig, das muss verkündet werden. Dass ich werde heute die Kinder zu Bett bringen, ja, was für eine Tat, Schlagzeilen in der Ding und die Herolde ziehen aus, er wird heute die Kinder zu Bett bringen. Und den Kindern, pass auf, den Kindern erzählen wir dann selbst erfundene Gute-Nacht-Lyrik, die in Länge und Inhalt Ben Hur und die unendliche Geschichte und Stunden. Die Kinder wollen dann nicht mehr schlafen, Papa. Nichts, der redet, die Kinder böseln, die Sohn geht auf, die bocken schon wieder die Schuhe tauschen. Der redet noch immer, weil das fertig. Öffnet, der ist völlig fertig. Ja, das tun wir. Vielleicht einmal ein Gedicht schreiben mit einem Gänsekiel auf Büttenpapier. Selbst geschöpft im Kindergarten mit den Kindern. Auf Büttenpapier, so. Und dann zerreißen und verstecken. Na, nicht lachen. Schau, pass auf, schau her. Ich hab was für die. Such's. Boah, na, sicher. Na sicher, es geht um Instinkte, wir wissen das, wir machen es nicht, aber da beide laufen dann nackt durch die Wohnung. Wo hast du es denn versteckt? Dann überall wird da gesagt, im Wohnzimmerregal steckt ein Stück. Und da bei der Katharin Röcker steckt ein Stück und beim Thomas Bernhard und beim Erich Fried und beim Rilke, ganz viel Rilke und beim Goethe. Und dann gibt's es erm. Ich? Ich nichts. Ich? Ich Vakuum um deine Sonne, sterben will ich und modern. Den Obstfliegen will ich Heimat scheinen.